Hallo Leute, heute Mathematik in 5 Minuten. Variation 3 von dieser Determinante, wie man die lösen kann. Bei Variation 2, seht ihr diese Striche noch, haben wir noch diese Zeile gelöst. Nach Variante 3 lösen wir jetzt nach dieser Zeile. So, wie funktioniert jetzt sowas? Wieder beim ersten Element beginnen und dann geht es gleich los. Also, was ist 0 mal hier 0 mal die Determinante? Wie bekomme ich die Determinante? 0 abdecken, wie komme ich 0? Okay, ist so. Ist 2, 0, 2, 2, 0, 1, 4, x, 8. Perfekt. Dann das nächste Elementchen ist hier unsere 1. Plus 1, det. Und wie sieht die Determinante aus? Wieder so abdecken alles hier. Die 1 ist hier 3, 0, 1, 0, 0, x. 2, 1, 8. Perfekt. Dann das nächste ist hier die 0. Wieder alles so abdecken. Habe ich hier plus 0 mal die Det von 3, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 4, 8. Perfekt. Wie geht es jetzt weiter mit dem letzten Elementchen? Hier die 2, also plus die 2. Mal die Det und die Determinante. Wie sieht die aus? Schön langsam. Löst sich meine Matrix schon auf durch die ganzen Addings, die ich hier rumschmeiße. 3, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 4, x. So, und da seht ihr, da gehört wirklich nicht viel Wissen dazu, dass man bis hierhin hierher kommt. So, jetzt das nächste Schachbrett wieder anwenden. Wir haben uns hier mit dieser Zeile beschäftigt. Also, hier, erste hat einen Nuller, die 1 hat ein Plus, das passt. Das nächste hier auch wieder ein Minus und hier die 2 hat ein Plus, das passt schon. Perfekt, jetzt seht ihr wieder, hier sind die Nullen, deswegen sage ich immer auflösen, da wo die meistens Nullen sind, weil dann könnt ihr diese Matrixen einfach wegstreichen. Die interessieren euch dann nicht mehr. Jo, also jetzt müsst ihr nur noch diese beiden Determinanten lösen. Also das ist einmal hier einmal die Det von 3, 0, 2, 0, 0, 1, 1, x, 8. So, das ist, wenn man das löst, ist einmal die Determinante 3 mal 0 mal 8 ist 0, 0 mal 1 mal 1 ist 0, plus 2 mal 0 mal x ist 0, minus 1 mal 0 mal 2 ist 0, x mal 1 mal 3 ist plus 3x, jetzt 8 mal 0 mal 0 ist 0. So, dann zusammenfassen, was habe ich hier? Minus 3x, kommt raus 0 mal 0, minus 3x mal 1 ist hier minus 3x. So, dann diese zweite Determinante, die noch übrig ist, die löst man 2 mal 3 mal 2 mal x ist 3 mal 2 mal x ist 3 mal ist 2, 6, 6x, ja. So, 2 mal 0 mal 1 ist 0. 0 mal 0 mal 4 ist 0, minus, Klammer, wiederum dumm. 1 mal 2 mal 0 ist 0. 4 mal 0 mal 3 ist 0. X mal 0 mal 2 ist auch 0. Übrig bleibt hier die 12x. So, jetzt zusammen auf einen Bruchstück, also das war diese Determinante, die war 12x, diese war minus 3x und jetzt zusammen minus 3x plus 12x ist gleich 9x. Und jetzt seht ihr auch in der Variante 3, man kommt wieder auf das gleiche Ergebnis. So einfach funktioniert das. Hoffe, es hat euch weitergeholfen. Bedanke mich fürs Zusehen. Euer Mathematik in 5 Minuten.